Ja. Ja, hallo. Da ist der Adi. Und in dem Video zeige ich euch, wie man mit dem Photoshop-Plugin Ultrasharp Bilder in Photoshop zusätzlich oder etwas besser auch noch schärfen kann mit mehreren Einstellungsmöglichkeiten. Ja, wie gesagt, ich habe das Plugin Ultrasharp in Photoshop installiert. Und ich habe hier ein Bild, mit dem ich hier ganz leichte Schärfung bereits vorgenommen habe. Das Bild habe ich gestern bei einem Spaziergang in der Schweiz fotografiert. Habe eigentlich nicht so auf den Fokus und die Schärfe geachtet. Mit Alt Taste drücke ich hier die Vorschau-Funktion. Also das hier ist das Originalbild. Das ist hier das leicht geschärfte Bild. Mit Alt drücke ich das geschärfte Bild wieder aus und habe hier das Originalbild. Na, ja, man sieht, dass hier doch deutlich geschärft ist. Ich lösche hier das Bild mit STRG J. Dupliziere ich mir das Bild und rastere es, weil das Bild leider ja nicht in einem Smart Objekt bearbeitet werden kann. Ja, ich gehe dann auf Filter und wenn es installiert wurde, ist es hier. Bei den zusätzlichen Filtern NBP Ultra Sharp da Version 1.003. Hier einen Augenblick, weil es eine recht große Datei ist. So, jetzt kann es bearbeitet werden. Hier klicke ich hier auf den Ultrasharp-Button und dann geht das Bearbeitungstool auf. Und ich habe hier dann in Ultrasharp-Plugins verschiedene Möglichkeiten für die Einstellung. Ja, nachdem das ein recht großes Bild ist, dauert es immer einen Augenblick, bis es bearbeitet ist. Abhängig von den Einstellungen, ob die größer oder geringer sind, dauert es immer einen kurzen Augenblick, bis es gerendert ist. Und ja, das Bild ist eine RAW-Datei mit 25 MB, darum dauert es hier immer Augenblick, bis das Ganze hier gerendert ist. Ich werde es im Anschluss gerne noch an einem Junkband-Bild testen und da geht es etwas schneller. Wobei ich für gut geschärftes Bild ist vom Prinzip her egal, ob schneller oder weniger schnell geht bei der Bearbeitung, weil man ja
darauf aus ist, ein möglichst scharfes Bild zu erhalten. Ja, hier kann ich hier die Intensität der Ebene dann noch einstellen. Ich habe sie hier auf 75, kann sie aber auch gerne etwas auf 80 anziehen. Ja, schauen wir uns das Ergebnis hier mal gerne an. Ich drücke die Alt-Taste, um Vorher-Nachher-Ansicht zu haben. Also hier das Originalbild. Wie es aus der Kamera gekommen ist. Und ich drücke hier wieder wieder die Alt-Taste, um den Vorher-Nachher-Vergleich zu sehen. Also man sieht hier bei diesem Zacken am Blatt, hier und hier an Karten, dass das doch ganz gut geschärft wurde. Und das ist eigentlich das Ziel, ja, das Ziel bei der Fotoschärfung. Wenn ich das Ganze, ich duplizieren wir das Ganze noch einmal und blende hier diese Ebene aus. Wenn ich das Ganze gerne stärker haben möchte, kann man natürlich die ganzen Ebenen hier deutlich verstärken. Verstärke hier jetzt gerne mal die ganzen Einstellungen von Ultrasharp. Damit man einen Vergleich hat, wie es ausschaut, wenn das Bild hier in Ultrasharp dann durch mit höheren Einstellungen bearbeitet ist. Ja, man sieht hier, es wird jetzt doch durch deutlich mehr geschärft. Allerdings kommt auch das Bildrauschen hier schlussendlich stärker zum Tragen. Wobei rauschen kann man ja dann mit dem Rauschentfernung entfernen. Um die Rauschentfernung geht es hier in dem Video nicht, es geht nur um dieses Plugin. Ja. Und dann, wenn ich hier wieder mit gedrückter Alt-Taste vorhalte, dann sieht man hier, dass diese Stellen eigentlich alle deutlich kann hier dann die Ebenendeckkraft reduzieren und den Mischmodus verändern.
massierten Bild eigentlich ganz gut tun. Aber gut, das sind Einstellungen, die jeder für sich selber künstlerisch interpretieren soll oder muss. Hier in dem Video geht es nur um die Einstellungen für das Ultrasharp. Zu zeigen, wie es funktioniert. Ja, das Plugin gebe ich zum Video dazu als kostenloser Download und kann gern jeder herunterladen, der es haben möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu meinem nächsten Video. Hallo.